plus 1. So heißt eine Spendenaktion, die der Extertaler Manuel Hilwig ins Leben gerufen hat. Über Facebook sammelt er Geld für die DKMS, für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei, womit die wiederum Typisierungsaktionen finanzieren können. Super Sache, finden wir von Radio Lippe. Ich begrüße den Initiator Manuel Hilwig. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Tag. Herr Hilwig, seit wann läuft die Spendenaktion denn jetzt schon? Die ist seit 8 Wochen im Gange, die 500 plus 1 Aktion. Und Ziel oder Sinn und Zweck war es am Anfang, 500 Euro zusammenzukriegen, den ich krebskranken Kindern, die ich persönlich kennengelernt habe, zur Verfügung zu stellen. Das hat irgendwann so eine Eigendynamik angenommen. Es kamen immer mehr Leute dazu. Ja gut, und jetzt müssen wir eigentlich sagen, wir sind schon irgendwie 3.000 plus 1. Ja krass, also Wahnsinn. Mehr als 3.000 Euro sind da mittlerweile zusammengekommen. Sie sagten eben, Sie haben die krebskranken Kinder selbst kennengelernt. Wie kam es denn dazu? Ich wurde eingeladen von einer Mutter, deren Sohn riesiger FC Bayern-Fan ist. Und ich habe ja 2010 bis 2012 Musik gemacht für den FC Bayern, auch in der Allianz Arena. Und dann wurde ich eben eingeladen von dieser Mutter, ob ich mal den Sohn besuchen würde. Und dann habe ich gefragt, ja, wohin muss ich denn kommen? Ja, dann musste ich eben in eine Klinik kommen und habe dann eben gesehen, dass der Sohn Leukämie hat. Und 14 Tage später ist dann dieses Kind verstorben. Und ja, das hat mich dann so mitgenommen, dass ich gedacht habe, jetzt möchte ich irgendwas machen. Ja, wenn ich jetzt noch spenden will, wie und wo kann ich das denn am besten machen? Am besten ist über Facebook 500 plus 1 eingeben, also 500 plus 1, die Krebsstiftung, kommt man sofort drauf. Man kann es auch bei Google eingeben, man kommt dann trotzdem auf die Facebook-Seite drauf, weil Facebook hat das offengelegt. Jeder kann diese Seite mittlerweile sehen, da stehen alle Infos. Okay, und wie lange habe ich dafür noch Zeit? Also die Aktion ist ja, soweit ich weiß, begrenzt, ne? Die Aktion geht jetzt genau noch 22 Tage. Am 6.2. ist auf dem Möllenbecker Sportplatz die offizielle Checkübergabe. Die Frau Wirz von der DKMS kommt persönlich, das ist eine der Chefinnen da, und nimmt den Scheck dann persönlich in Empfang. Ja, es wird Glühwein, Bratwurst, Bier, Cola, Fanta, es wird alles geben. Die DKMS möchte sich gerne erklären, sie möchten das ein bisschen vorstellen, was die DKMS macht und tut. Gemütliches Zusammensein, sage ich mal. Eine richtig gute Aktion von Manuel Hilwig aus dem Extertal. Herr Hilwig, wir wünschen von Radio Lippe Ihnen auf jeden Fall noch viel Erfolg mit der Aktion 500 plus 1. Ich bedanke mich für das Interesse und ja, an alle Hörer noch Dankeschön und